120 Kinder, 120 Stimmen. Ihr Stadtteilfernsehen K4 stellt Ihnen Monat für Monat den Fitmacher-Club, die Mitarbeiter und die 120 Kinder vor. Der Fitmacher-Club ist ein Ganztagsbetreuungsangebot der Geschwister-Scholl-Schule. Unterstützt vom Schulamt und dem Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden, durchgeführt vom Volksbildungswerk Klarental. Heute unser Thema, die Hausaufgaben. Nach dem Unterricht kommen die Kinder in den Fitmacher-Club, tragen sich in die Anwesenheitsliste ein und können, je nach Schulschluss, etwas essen oder schon mit den Hausaufgaben loslegen. Ich bin in der Klasse 1a bei Frau Sommer und ich mache Schreiben. Also ich finde gut im Fitmacher-Club, dass wir mit den Erzieherinnen gut auskommen, dass wir gut Hausaufgaben machen, dass die Erzieherinnen uns helfen, wenn wir mal etwas falsch haben oder etwas nicht verstehen und dass wir hier auch Spaß und gemeinsam spielen können. Bei der Hausaufgaben sind manchmal ruhig und nicht so laut und dann können wir immer schnell die Hausaufgaben machen. Und manchmal, wenn wir fertig sind, können wir auch manchmal vielleicht rausgehen und dann einen Gummiplatz oder hier im Hof draußen. Ich finde am Fitmacher-Club schön, dass wir die Hausaufgaben immer zusammen mit den Freunden machen und dass meine Betreuerin mir auch immer hilft und dass wir Spaß haben. Und dass, wenn wir mal Fehler machen, dass sie uns die auch korrigieren oder wir die Aufgabe von neu schreiben, dass wir sie nochmal richtig schreiben und ja. Und damit das gut klappt, sind ausschließlich pädagogische Fachkräfte die Bezugspersonen der Kinder. Sie helfen den Kindern, alles richtig zu machen. Vor allem leiten sie die Kinder an, die Lösungen selbst zu finden. Hilfe zur Selbsthilfe stabilisiert die schulischen Leistungen und stärkt das Selbstbewusstsein. Ein enger Kontakt zur Schule und eine kontinuierliche Abstimmung mit der betreuenden Grundschule sind wesentliche Grundlagen der Ganztagsbetreuung im eigenen Fitmacher-Pavillon. Bei den Hausaufgaben korrigieren die Erwachsenen die Fehler und haben immer noch einen Tipp parat, wie die Lösung gefunden werden kann. Schön. Mein Name ist Martina Lehn, ich bin Erzieherin. Und ich bin jetzt schon 15 Jahre Erzieherin und ich arbeite sehr gerne mit Kindern und mit Schulkindern zusammen und die Arbeit macht mir einfach persönlich Spaß. Und ich brauche einfach ein weiteres Erfahrungsfeld und darum bin ich jetzt hier im Fitmacher-Club gelandet und ich freue mich schon richtig auf die Kinder. Mein Name ist Tanja Ost, ich bin von der Ausbildung her Diplompädagogin und ich arbeite im Fitmacher-Club mit der Klasse 3 und helfe jeden Tag bei den Hausaufgaben und ich habe vorher auch schon viel mit lese-rechtschreibschwachen Kindern gearbeitet und da kommt mir die Erfahrung, die ich da gesammelt habe mit den Kindern, das kann ich hier gut einsetzen einfach auch. Ich kann denen da auch viel Tipps geben bei den Regeln der deutschen Sprache. Hausaufgaben sind nicht alles. Wer sie geschafft hat, schließt seine Schultasche weg und kann sich ganz den unterschiedlichen Angeboten im Fitmacher-Club widmen oder einfach nur entspannen oder seine Freizeit planen. Juni, was machst du da? Ich weiß nicht, wie das heißt. Masken? Ja. Also in meiner Freizeit bin ich oft zu Hause und spiele mit meiner Schwester oder am Wochenende gehe ich schwimmen mit meiner Mutter ins kleine Feldchen oder ins Miramar. Ich gehe in kleinen Feldchen schwimmen und gehe mit meiner Mutter dahin, mit meinen Geschwistern und schwimme dann. Ich mag so Kino so gehen und mit Mama so gucken und diese 3D so gucken. Ich gucke gerne Star Wars und ich spiele gerne mit Sophonias und meinen anderen Freunden und ich spiele gerne Fußball und ich spiele auch gerne mit meinem Papa und Ende. Mein Hobby ist Sport. Mein Hobby ist Sport und
und noch, was ich mehr mag, Fernseher so gucken und Nintendo spielen und noch, dass ich Spiel spiele. Manchmal mache ich meine Hausaufgabe nach Hause, manchmal auch hier, fertig.